Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in Ihrem offenen Kanal. The winner takes it all, könnte man sagen, wenn man das Wahlergebnis der SPD bei den Landtagswahlen 2016 betrachtet. Wenn man bedenkt, dass noch 3 Wochen vorher, vor der Wahl, die Wahlprognosen sagten, dass die CDU mit 36% die Wahl gewinnen wird, die SPD mit 31% abgeschlagen auf Platz 2 liegen würde und man sich dann den Wahlkampf mit und um Malu Dreyer anschaut und was dann dabei herausgekommen ist, da können wir nur sagen, herzlichen Glückwunsch. SPD, was nun, heißt unser Thema. Was wird die Zukunft bringen? Was wird unser Land zu erwarten haben? Eine Ampelkoalition steht an, das wissen Sie. Und das heißt, man hat es bereits mitbekommen, überall wird darüber diskutiert, inwiefern sinnvoll oder nicht. Wir haben zu diesem Thema insgesamt auch Berücksichtigung der bisherigen Ereignisse unseren Landtagskandidaten und den Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, Jens Gut, eingeladen. Ich darf ihn recht herzlich begrüßen. Hallo, guten Abend. Jens, du kommst im Prinzip, du bist noch warm, du kommst im Prinzip direkt aus den Koalitionsverhandlungen. Das ist ganz toll, meine Damen und Herren. Wann hat man mal einen Politiker so eine Stunde nach den Koalitionsverhandlungen vor Ort hier live im Studio? Jens, wie läuft's? Also zunächst mal sind wir froh, dass wir die Wahl gewonnen haben, dass Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz die Wahl gewonnen hat. Und wenn ich das so sagen darf, ich bin auch froh, dass ich hier in Worms wieder den Wahlkreis und unsere Stadt vertreten darf. Und jetzt in der Tat, wir sind mitten in den Koalitionsverhandlungen, ging heute Morgen 9 Uhr los, bis jetzt um 18.30 Uhr, 19 Uhr in etwa. Täglich tagen Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen, dann kommt die Verhandlungsrunde zusammen, macht eine Endabstimmung. Und das wird aber noch ein bisschen dauern. Also wir können noch nicht sagen, dass der Sack zu ist. Ja. Aber unser Ziel ist es, bis zum traditionellen 18. Mai, Verfassungstag, dort Konstituierung des Parlaments, an diesem Tag auch die Ministerpräsidentin zu wählen und die Regierung vorzustellen. Jens, eine Frage. Also gibt es eigentlich was anderes als diese Ampelkoalition? Wäre was anderes möglich? Rechnerisch im Grunde nur die Große Koalition. Aber die gilt es aus verschiedenen Gründen nicht weiter zu verfolgen. Das war im Grunde klar, wenn irgendwas anderes geht und es geht was anderes, auch was Sinnvolles, dann wird das weiter verfolgt. Und ich kann sagen, nachdem rechnerisch klar war, es könnte für eine Ampel reichen, ist ja übrigens die erste oder die erste in Rheinland-Pfalz sowieso, aber auch... Es kam selten vor. Es kam mal in Bremen vor, es kam in Potsdam, in Brandenburg vor. Genau. Aber es liegt schon Jahre zurück. Rheinland-Pfalz sowieso die erste. Ja, gab es in Rheinland-Pfalz noch nie. Und Deutschland wäre es jetzt sozusagen mal wieder die einzige, nach den 2 Versuchen in Bremen und Brandenburg. Aber wir haben gleich gemerkt, dass... die Stimmung ist da bei allen 3 Parteien und der Wille ist da, eine tragfähige Regierung aufzustellen. Und von daher, wir gehen ganz entspannt, aber zielorientiert in die Gespräche rein. Mhm. Wir hatten die Ergebnisse eben schon mal gesehen und ich hatte es ja auch bei meinem Opening, bei der Anmoderation schon gesagt, die Werte haben sich gerade nach den Prognosen gerade umgedreht. Ja. Die CDU hat mit 31,8% liegt sie mehr oder weniger abgeschlagen auf dem Platz 2. Zur AfD-Problematik haben wir ausgemacht, kommen wir so in Bälde zum Schluss unseres Gespräches. Jetzt gehen wir mal auf Worms. Worms ist ja im Prinzip schon immer eine SPD-Hochburg. Auch Worms hat bei diesen Landtagswahlen mit den Wahlkreisstimmen und den Landesstimmen mehr als der Durchschnitt erreicht. Ja. Woran liegt das? Ja, also die SPD Worms und ich bin auch Vorsitzender der SPD Worms, wir waren ganz aktiv im Wahlkampf. Nicht nur in den vergangenen Jahren, sondern auch bei diesem Wahlkampf. Wir waren morgens um 5 Uhr oder 4:30 vor den Unternehmen, Röschling, Evonik, Renolit, vorm Klinikum. Und dann war, haben wir Hausbesuche gemacht. Also es war ein ganz engagierter, aktiver Wahlkampf. Und der hat sich letztendlich ausgezahlt, nicht nur in Worms, sondern auch in ganz Rheinland-Pfalz. Was man allerdings beachten muss, die Werte zu 2011 sind gesunken. Sie sind...
im Land etwas gestiegen, aber in Worms sind sie im Prinzip extrem gesunken von 41,4 bei den Landesstimmen auf 36,9%. Wie bereits gesagt, das liegt trotzdem noch über dem Landesdurchschnitt. Und bei den Wahlkreisstimmen von 45% bei dir auf 38,6%. Ja. Ist da die neue Partei dran schuld oder wie siehst du, wo sind die Wähler hin? Ja, also in der Tat, auch wir haben offensichtlich Stimmen an die AfD abgegeben. Und ich sage an dieser Stelle auch ganz klar, ich bin keinem böse, der die AfD gewählt hat. Aber ich sage auch ganz klar im zweiten Satz hinzu, diese Wählerinnen und Wähler wollen wir zurückgewinnen. Auch für die SPD zurückgewinnen. Wir werden ganz genau analysieren, wo sind schwerpunktmäßig die Stimmen der AfD hingegangen, in welchen Stadtteilen. Gibt es da besondere Gründe, warum die Leute die AfD in dem Fall gewählt haben? Wir werden das genau analysieren, da werden wir uns über Sommer Zeit nehmen. Und ganz klar die Botschaft, wir wollen diese Menschen zurückgewinnen. Wir wollen deutlich machen, dass die Menschen auch zu uns Vertrauen haben können, dass wir die Zukunft gestalten. Das gilt für Worms, das gilt aber auch für ganz Rheinland-Pfalz. Bei der Zukunft gestalten gibst du mir einen guten Steilpass. Die Bildung für unsere jungen Menschen ist die Zukunft. Was die jungen Menschen in Zukunft tun werden. Die Bildung ist in Rheinland-Pfalz, ich sage es jetzt mal so, für Umme. Das hat auch schon Malu Dreyer hier gesagt, wie sie da war, das wissen wir alle. Die Kindergartenplätze, die Schulen und auch die Universitäten, die Studienplätze kosten nichts. Jetzt habe ich ein paar Statistiken gesehen, beziehungsweise haben wir hier auf Lager, wo wir auf die Bildungsqualität in Rheinland-Pfalz eingehen. Man sagt normalerweise, gut, was nichts kostet, kann nichts sein, aber das ist ja bei Bildung ganz und gar nicht der Fall. Wir sind beim Bildungsmonitor in Rheinland-Pfalz mit 49,1 Punkten auf Platz 7. Das ist ein guter Mittelwert, aber da ist noch Luft nach oben. Wie will man da rangehen? Was hat die Regierung in Zukunft vor? Ja, also jetzt kann ich noch nicht ganz aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir ja mitten in den Verhandlungen sind. Der Bereich Bildung wird gerade noch zwischen den drei Parteien verhandelt. Aber es gibt zunächst mal die erfreuliche Botschaft, dass auch in Zukunft die Kindergärten gebührenfrei bleiben. Auch die FDP hat das in ihrem Wahlprogramm festgeschrieben, sodass man da an dieser Stelle schon mal einen Haken dran machen kann, dass die Eltern auch in Zukunft nicht entscheiden müssen, kann ich mir einen Platz für mein Kind im Kindergarten leisten oder nicht. Denn im Kindergarten, das wissen mittlerweile jetzt alle, da fängt die Bildung an. Ja. Mit Sprachförderung, mit Beseitigung von Verhaltensauffälligkeiten oder. Da werden die ersten Fundamente gelegt für das spätere Leben und natürlich auch für die Bildung. Das heißt, da sind wir froh und wir sind dran, auch die anderen Schulen weiterzuentwickeln. Ja. Auch fest ist klar, dass wir die kleinen Grundschulen erhalten wollen. Wenn man nach den Modellen beispielsweise der CDU gegangen wäre, wäre die Grundschule in Heppenheim möglicherweise heute schon zu. Das war nämlich eine Grundschule, die ums Überleben gekämpft hat. Ich sage das immer an Wormser Beispielen. Ich könnte auch viele in der Eifel nennen oder im Hunsrück. Aber wir hatten auch in Heppenheim die Schule stand vor der Frage, kann sie noch erhalten werden? Da mussten Klassen zusammengelegt werden. Heute sind wir froh, dass wir die Schule haben. Durch das Neubaugebiet sind wieder Familien mit Kindern hinzugezogen. Und von daher ist die Schule heute wieder stabil. Also man muss auch in die Zukunft Bildungspolitik gestalten, aber mittel- bis langfristig und keine schnellen Schritte. Ja. Deshalb auch hier kann ich sagen, da sind wir auch klar, dass die kleinen Grundschulen in Rheinland-Pfalz erhalten bleiben. Und wir werden auch die allgemeinbildenden Schulen, Gymnasien, IGSen und Realschulen Plus weiterentwickeln. Die Durchfallquote bei den Gymnasien, also die Durchfallquote im Abitur, ist ja seit 2009, von 2009 auf 2014 von 1,8 auf 1,6 Prozent gesunken. Das heißt also, mehr bestehen das Abitur. Jetzt könnten welche sagen, ja, in Rheinland-Pfalz ist das Abitur zu einfach. Dem ist aber nicht so, sondern wir haben auch eine gute Bildungspolitik an den Gymnasien, die sich praktisch dann widerspiegelt in den Werten, wie viele Abiturienten wir haben. Ja. Aber dazu vielleicht gleich, wir brauchen in Zukunft den Master, also diejenigen, die studieren. Wir brauchen aber auch den Meister. Das heißt, wir brauchen Fachkräfte fürs Handwerk, wir brauchen Fachkräfte für die Industrie, wir brauchen Fachkräfte für den Mittelstand. Und deshalb werden wir ganz verstärkt in Zukunft in die Berufsorientierung gehen, und zwar auch an den Gymnasien, um Wege aufzuzeigen, nicht alle müssen Abitur machen, um ein erfolgreiches Berufsleben einzuschlagen, um einen erfolgreichen Lebensweg zu haben, sondern wir setzen ganz bewusst auf und verstärkt auf das Handwerk, auf die Meisterberufe und auf die Industrie.
machen deshalb, das ist noch nicht ausverhandelt, weil es steht noch an, aber wir wollen gerade für die Meisterausbildung einen Meisterbonus einführen, der quasi die Meisterausbildung in Zukunft auch gebührenfrei macht. Mhm. Wenn das Studium gebührenfrei ist, wollen wir ganz bewusst die Meisterausbildung auch gebührenfrei machen. Das setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Es gibt dann noch einen Zuschuss, einen Meisterbonus. Aber unterm Strich soll auch die Meisterausbildung in Zukunft gebührenfrei bleiben. Mhm. Wichtiger Akzent, weil das Handwerk ruft händeringend nach Fachkräften, nach Nachwuchs. Und wie wir alle selbst wissen von zu Hause, man braucht immer einen Handwerker, egal in welchem Handwerk Bereich. Handwerk hat goldenen Boden, Handwerk wird immer das gebraucht. Gilt im Moment wieder, ja. Das gilt im Moment wieder. Das gilt im Moment wieder. Wir sind jetzt gut gewechselt auf das Thema Wirtschaft. Du hast wiederum einen Steilpass gegeben. Ich danke dir dafür. Und zwar Existenzgründungen in Rheinland-Pfalz. Die Frage stellte sich natürlich vor den Wahlen, was kann man alles tun, um Existenzgründungen in Rheinland-Pfalz zu fördern, um neue, moderne Unternehmen nach Rheinland-Pfalz zu holen, um auch hier Arbeitsplätze zu schaffen, um unseren guten Stand, und das muss man betonen, wir sind im Prinzip Drittbeste in der Arbeitslosenquote mit 5,2% nach Bayern und Baden-Württemberg. Aber was wird praktisch lukrativ gemacht, nach Rheinland-Pfalz zu kommen, um seine Existenz zu gründen? Also zunächst mal haben wir in den letzten Jahren, und wir sehen das auch wiederum am Beispiel Worms, die Hochschulstandorte massiv ausgebaut. Es sind ganz neue Hochschulen entstanden, beispielsweise in Zweibrücken oder an anderen Standorten. Und Worms hat sich auch toll entwickelt, was den Hochschulstandort angeht. Wir haben mittlerweile an die 3.400 Studierende hier am Standort Worms. Jetzt sind wir aber wieder bei Bildung. Ja, ja, es geht weiter. Und wir wollen jetzt verstärkt Wissenschaft und Wirtschaft vernetzen. Das heißt, ähnlich wie an der Uni Kaiserslautern, da sind ganz viele Ausgründungen entstanden aus der Uni heraus. Und unser Ziel ist es, auch an den anderen Hochschulstandorten, und dazu zählt auch Worms, die Ausgründungen zu unterstützen. Das heißt, Gründungen zu erleichtern, möglicherweise im Umfeld der Hochschule, um dann sozusagen auch die Wirtschaft zu stärken. Die Wirtschaft auch in der Hinsicht, dass beispielsweise das Durchschnittsnettoeinkommen in Rheinland-Pfalz liegt bei 37.000 Euro pro Arbeitnehmer. Im Bundesdurchschnitt sind es 39.000 Euro. Wenn man so qualitativ hochwertige Firmen hier nach Rheinland-Pfalz bringt, dann wird ja auch dieser Wert ansteigen. Ja, da wird ja auch mehr Geld in der Tasche sein. Ja, ja. Also wir sind nach wie vor ein starker mittelständischer Standort. 99% der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ist mittelständisch geprägt und eben nicht die Großindustrien, die Großkonzerne in Rheinland-Pfalz, bis auf wenige, beispielsweise BASF mal abgesehen. Aber wie gesagt, wir sind mittelständisch orientiert und geprägt, und diesen Mittelstand gilt es auch in Zukunft zu stärken und auszubauen. Welche Vorkehrungen oder welche Maßnahmen sind da vorgesehen? Ja, wir sind auch da gerade in Verhandlungen. Es geht um Startup-Szene auszubauen, es geht um Innovationen im Bereich des Mittelstandes zu fördern. Aber wie gesagt, da sind wir gerade noch in den Koalitionsverhandlungen. Da wird es Akzente geben. Die Wirtschaft, die mittelständische Wirtschaft und auch Worms wird sich da wiederfinden, wird neue Anregungen, Anreize finden, um auch in Zukunft zu investieren, um in Zukunft auszubilden, um in Zukunft auch gute Arbeitsplätze und somit auch gut bezahlte Arbeitsplätze hier vorzuhalten. Wer wird dieses Ressort bekommen? Darf man da schon was verraten? Nein, es ist auch wirklich FDP. Schon, ist naheliegend, ja. Aber es ist noch nicht ausverhandelt. Die Koalitionsverhandlungen laufen folgendermaßen. Es werden verschiedene Themenblöcke gebildet, beispielsweise Bildung, beispielsweise Wirtschaft, beispielsweise Landwirtschaft. Und es wird in diesen Themenblöcken, gibt es Zielvereinbarungen. Was soll in diesem Bereich gemacht werden? Welche Akzente sollen gesetzt werden? Und der Ressortzuschnitt und die Personalien, die kommen ganz zum Schluss. Mhm. Wir wechseln mal das Thema und gehen hin etwas in Richtung Sicherheit. Rheinland-Pfalz hat pro Einwohner oder pro 100.000 Einwohner am wenigsten Polizisten überhaupt der Bundesländer in Deutschland. Sind wir so brav oder wieso ist da diese Spanne so groß, dass wir so wenig Polizisten haben? Wir haben eine ganz kleingliedrige Gemeindestruktur. Wir haben ja manche Gemeinden mit nur 50, 80 Einwohnern. Und wir haben einen Dorfpolizist. Den haben sie nicht mal, den müssen sie sich noch teilen mit manchen anderen. Nein, Spaß beiseite. Wir haben beispielsweise das größte und dichteste Straßennetz, weil wir so viele kleine Gemeinden haben. Und wir haben aber auch, das gehört auch dazu, zur Ehrlichkeit, mit der geringste Verbrecherzahl. Die geringsten, ja? Straftaten. Straftaten. Und
Wir wollen aber im Bereich der Sicherheit in Zukunft mehr machen, was leider bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz gestiegen ist und auch in Worms, das sind die Einbruchszahlen. Ja. Da ist die Aufklärungsquote leider nicht so hoch. In allen anderen Straftaten ist die Aufklärungsquote sehr gut. Da ist Rheinland-Pfalz an der Spitze im Vergleich. Nichtsdestotrotz, wir wollen noch mehr in die Polizei investieren. Das heißt, wir werden jetzt, wir haben dieses Jahr, 2016, bilden wir erstmals 500 neue Polizistinnen und Polizisten aus. Das ist die Höchstzahl, die jemals in Rheinland-Pfalz ausgebildet wurde. Und wir sind in Gesprächen, wir haben es in unserem Wahlprogramm drinstehen, aber das wird auch gerade noch ausverhandelt. Wir wollen das die nächsten 5 Jahre konstant halten, dass wir jeweils 500 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in den Jahren ausbilden und somit die Polizei deutlich verjüngen und verstärken. Wir wollen es aber auch technisch weiter aufrüsten. Das heißt, war in der Diskussion diese Bodycams. Ja. Ja, wer hätte noch vor Jahren gedacht, dass Polizeibeamte mit einer Bodycam rumlaufen können und filmen können und Tonaufnahmen machen können? Da hätte jeder Datenschützer aufgeschrien. Wollte ich gerade sagen, aber aufgrund, mein Persönlichkeitsrecht. Ja, aber aufgrund der Sicherheitslage sind besondere Fälle vorgesehen natürlich. Ich glaube, nicht einer mit der Kamera durch die Stadt durch, ja. Das ist klar. Das muss angeordnet werden. Bei besonderen Einsätzen wird die Bodycam eingesetzt. Das ist auch mit den Datenschützern abgeklärt. Und wir wollen da einfach dazu beitragen, zu mehr Sicherheit. Das Thema Sicherheit war auch ein großes Thema bei den Landtagswahlen. Und ich denke auch mal, das Thema Sicherheit im Zusammenhang mit den Asylbewerbern, die wir aufgenommen haben in Rheinland-Pfalz, war mit ein Fundament des Wahlerfolges, sage ich mal, von 12,6% der AfD. Wie soll man das jetzt betrachten? Wie fühlst du dich in Zukunft, wenn du ins Deutschhaus gehst, nach Mainz, in deinen Landtag, und da sitzt eine neue Partei mit drin, die ja vorher mehr oder weniger durch die Asylbewerberpolitik und durch die Problematik gepunktet hat. Ja, also ganz klar ist, dass wir die Ängste und Sorgen der Menschen ernst nehmen. Ja, also die, die beispielsweise AfD gewählt haben, die hatten einen Grund. Und diesen Grund gilt es aufzuarbeiten. Und wenn wir bei der Flüchtlingsdebatte bleiben, sei hier an der Stelle auch erwähnt, mehr als die Hälfte der Erstaufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz steht derzeit leer. Es kommen keine Leute mehr, kaum noch. Und Stegskopf im Westerwald wurde sozusagen vor wenigen Wochen noch hergerichtet, wurde nicht bezogen, ist jetzt wieder kurz vor der Schließung. Woran liegt das? Ja, die Balkanroute ist zu und das Abkommen der EU mit der Türkei trägt natürlich auch dazu bei. Aber das ist auch langfristig keine Lösung. Es muss Frieden in der Region geschaffen werden. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass viele Menschen auch wieder nach Syrien zurückgehen werden. Das wird nicht ohne Aufbauhilfe der EU und der Nachbarstaaten funktionieren. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass viele Menschen auch ihre Heimat wieder aufsuchen werden und ihre Heimat wieder aufbauen wollen. Natürlich, es gibt nichts Furchtbareres, als die Heimat zu verlassen, verlassen zu müssen. Haben wir in Gesprächen mit vielen Flüchtlingen auch bestätigt bekommen. Aber ich bin der Meinung, jetzt sind sie aus großer Not, die meisten aus großer Not hierher gekommen. Wir wollen uns ordentlich um sie kümmern. Wir wollen sie auch integrieren in die Vereine und in den Sport beispielsweise, um ihnen hier einen Aufenthalt zu ermöglichen. Auch die Kinder, die beispielsweise in Kindergarten oder Schule gehen, lernen auch Deutsch. Auch das kann nicht verkehrt sein. Das sieht man an dem ehemaligen Jugoslawien. Ja. Wer heute da in Urlaub hinfährt, wird oftmals auf Deutsch angesprochen und gesagt, ja, ich war damals mit meinen Eltern während des Bürgerkrieges in Deutschland und habe da 3-4 Jahre die Schule besucht, kann heute noch Deutsch und freue mich immer, wenn ich hier Deutsche sehe und mit ihnen reden kann. Ja, also es wird uns noch einige Jahre beschäftigen. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, wir müssen diese rechtspopulistische und in großen Teilen leider rechtsextreme Szene beobachten, die auch wieder durch die Straßen marschiert. Wir nehmen das ganz ernst. Das würde ich doch aber fairnesshalber nicht in einen Topf werfen, die rechtsextreme Szene und die rechtspopulistische AfD. Es gibt Äußerungen von AfD-Akteuren, die man durchaus auch in die rechtsextreme Szene zuordnen kann. Wenn man die Entwicklung im Saarland im Moment sieht, da wurde der Landesverband aufgrund rechtsextremer Entwicklungen und Verquickungen aufgelöst.
Das schwappt auch gerade ein bisschen rüber nach Rheinland-Pfalz. Also ich werde mit großer Vorsicht und großer Zurückhaltung mit den Kolleginnen und Kollegen dieser neuen Fraktion im Landtag umgehen. Aber sie sind gewählt und wir werden sie auch inhaltlich stellen. Ja. Worms hat dazu beigetragen, und zwar mit 5,5% mehr als der Landesdurchschnitt. Wo siehst du da die Problematik in Worms? Wir müssen es aufarbeiten. Ich sagte vorhin bereits, wir werden uns genau die Stadtteile angucken, wo der Wähleranteil so hoch war, in Teilen von Neuhausen 24-25%, in gewissen Teilen. Beispielsweise, wir müssen das aufarbeiten. Es geht hier auch ein Stück weit um unsere Demokratie insgesamt. Ja. Und man könnte fast sagen, das hatten wir alles schon mal in der Weimarer Republik. Mehrere Parteien, jetzt haben wir 5 im Rheinland-Pfälzischen Landtag, ja. Die ganze Zeit hatten wir 3. Mhm. Es gibt Parlamente, da sind 6 Parteien vertreten. Also das wird alles nicht einfacher. Und deshalb, jetzt komme ich mal zurück auf die Ampel, wir sind froh, dass wir ein Bündnis hinbekommen haben aus SPD, Grünen und FDP. Oder andersrum, man müsste sagen, SPD, FDP ist die nächstgrößere Partei und die Grünen der kleinste Partner unter den dreien. Was ja auch überraschend war bei den Wahlen. Ne? Ja, die haben deutlich verloren. Richard Grünewald hat gesagt, die haben alles der SPD gegeben, dass man nein, das ist natürlich Ministerpräsidentin bleibt. Ja, nein, das ist natürlich auch nicht ganz richtig. Ja. natürlich haben wir auch von den Grünen ein paar Stimmen bekommen, aber ich sag mal, das Ergebnis vor 5 Jahren mit über 15% war natürlich 5, auch sozusagen eine Sensation und überraschend. Ich glaube, es hätte sich eigentlich ein bisschen normalisiert, aber sie haben noch vielleicht auch ein bisschen was an uns abgegeben, weil die Menschen Malu Dreyer als Ministerpräsident behalten wollten. Ja, das war eine der Botschaften des Wahlkampfes. Sie hatte ja auch wahnsinnig Stimmenwerte, wenn es nur um die Person ging. Sie hatte ja bei weit 49% oder sowas haben sich die Malu Dreyer als Ministerpräsidentin gewünscht und 33 die Julia Klöckner. Also sie ist übrigens ganz aktuell heute auf Platz 5 im bundesweiten Vergleich der wichtigsten Politiker in Deutschland. Ja, wunderbar. Die Kanzlerin ist noch auf 4, Malu Dreyer ist auf 5. Also ganz heute, brandaktuell, ist das veröffentlicht worden. Das zeigt, Malu Dreyer hat Ausstrahlung, sie hat Kompetenz, sie hat einen engagierten Wahlkampf geführt mit uns als Partei. Und sie war ja auch mehrmals in Worms, unter anderem hier im offenen Kanal zum Interview. Ja. Sie war einen Tag vor der Wahl noch auf dem Obermarkt zu dem traditionellen Marktfrühstück der SPD. Genau. Da waren noch mal an die 1000 Leute, das war also das toll. Sich nie dann, war natürlich auch gutes Wetter, dass die Leute rauskamen, aber da hat man noch mal gemerkt, so eine richtige gute Stimmung und das Ergebnis hat sich ja wirklich deutlich ausgewirkt. Wir waren über dem Landesdurchschnitt, wir haben die CDU auf Abstand gehalten, 26% an Landesstimmen, bei uns waren es 11% mehr. Also das ist schon eine klare Aussage, auch wen die Wormser als Ministerpräsidentin in Zukunft haben wollen. Ja, auf alle Fälle. Gut, Jens, es gibt viel zu tun. Packt es an, bringt unser Rheinland-Pfalz weiter dahin, wo es bis jetzt schon steht und vielleicht noch ein paar Plätze voran, ein paar Plätze nach oben. Ich darf mich vielleicht vielmals, noch einen Satz. Ja? Ich darf mich natürlich auch noch bei allen Wählerinnen und Wählern bedanken, die mich gewählt haben hier für den Wahlkreis Worms. Ach so, ja, wir wollen ja auch noch auf dich eingehen, richtig. Für den Wahlkreis Worms und natürlich auch die Stimmen für die SPD Rheinland-Pfalz. Da war ich ja auch mitverantwortlich. Also hat mich gefreut, hat mich auch motiviert, für die nächsten 5 Jahre hier in Worms weiter Gas zu geben. Wir haben noch einiges vor. Wir brauchen Landesmittel, um die Stadt weiterzuentwickeln. Wir wollen die eine oder andere Schulsporthalle noch bauen. Ja. Wir wollen das Gelände Grüne Schiene entwickeln. Ein riesiges Gelände mitten in der Stadt, wo die ehemaligen Bahngleise aufgegeben werden. Und wir wollen natürlich auch im Bereich der Schulsanierungen noch weiter vorankommen. Ja. Ganz kurz auf deine Ergebnisse. Auch verloren, sagen wir mal, aber trotzdem noch stark, sehr stark geblieben, mit 38,6%, sogar 1,9% mehr als die Landesstimmen. Also weiterhin von uns Wormsern nach Mainz in den Landtag geschickt. Jens Gut, jetzt darf ich mich bedanken vielmals für dein Kommen. Und wie schon gesagt, es gibt viel zu tun. Packt es bitte für euch an, machen wir. Für uns an und auch für uns Wormser. Okay. Vielen Dank für dein Kommen.